Also am Anfang wussten wir nur, dass wir einen Film machen wollen. Und zwar einen Film, der auch rechtzeitig fertig wird, dass wir den noch für die Hofer Filmtage einreichen können. Und dann meinte Roland, wir machen jetzt einen nicht-narrativen Film. Was für uns sehr schwer war, weil wir haben ständig Ideen gehabt für irgendwelche Geschichten, aber es sollte ja irgendwie nichts sein, was sich so aus einer Situation sozusagen heraus erklärt, sondern es sollten einfach Situationen sein sozusagen. Und deswegen kamen wir dann auch auf die Idee, dass die Niki eine Vloggerin ist, weil das das Bindeglied ist zwischen den verschiedenen Geschichten. Und ich dachte mir, was jetzt eigentlich ganz toll wäre, wäre mal jemanden zu spielen, der eben schon ist, also der nicht noch auf der Suche nach sich selbst ist, so wie die Lucy in Engel mit schmutzigen Flügeln, oder der irgendwelche Probleme hat, an denen er leidet oder sonst was, sondern der einfach so ist, wie er ist, das akzeptiert und sich des Lebens erfreut sozusagen. Weil das war ein anderer wichtiger Punkt. Wir wollten mal einen Film machen, in dem es auch um Genuss und Lust geht. Ja, wir haben also auf sehr, sehr vielen Autofahrten miteinander überlegt, was es so für Situationen gibt. Und dann hat die Mira die alten Texte vom Roland durchforstet und gesehen, dass es halt ganz tolle Texte noch gibt, die noch gar nicht verarbeitet wurden, sozusagen in einer unserer Filme. Und die auch sehr aktuell sind, obwohl sie teilweise in den 70ern geschrieben wurden. Und hat die dann zusammengesucht und dramaturgisch auch neu zusammengefügt. Und daraufhin kamen wir dann so peu à peu dahin, wer was spielen sollte oder wer welches Interview bekommt. Weil, was wir ganz am Anfang schon wussten, ist, wer jetzt wirklich mitmacht. Weil da haben wir einfach schon ganz tolle Erfahrungen gemacht mit vielen Schauspielern und haben die einfach direkt gefragt, ob sie Lust hätten mitzumachen. Die wissen nie vorher, was sie machen. Also sie wissen auch nie vorher, um was es so wirklich geht. Oder das Drehbuch kommt auch meistens recht spät, aber Lust haben sie irgendwie immer alle und denken sich dann auch selber noch Sachen aus und so. Also es ist schon toll. Ja, also Musik mache ich eigentlich das ganze Jahr über. Immer so, wenn mir was einfällt oder so. Meistens kommen mir ja auch die Ideen beim Motorradfahren für Lieder. Und dann gucken wir am Ende, was dann für den Film passt. Aber bei diesem Film war es so, dass wir wirklich viele Sachen speziell für den Film brauchten. Also zum Beispiel das Lied Diana. Ich brauchte ja einen Chor von sehr vielen Männern für das Lied Diana, weil das ja in der Fantasie ein ganzer Haufen nackter Männer ist. Und da habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt die ganzen Statisten frage oder das mit denen einstudiere, von denen ich ja nicht weiß, ob sie singen können, frage ich halt die Schauspieler. Und die ganzen männlichen Schauspieler, die bei uns waren, haben also von mir den Text bekommen und die Melodie eingesungen noch von mir und haben dann tatsächlich, ohne zu wissen, worum es ging, ohne zu wissen, wofür das verwertet wird, einfach geübt. Und die Aufnahmen mit mir gemacht, immer wenn sie gerade eine Drehpause hatten. Das war dann manchmal etwas stressig, auch für mich, weil ich ja selber auch gedreht habe, sodass dann teilweise einfach noch zwischendurch das Equipment schnell aufgebaut wurde. Ja, das haben die sehr schön gemacht.